Moin, hier ist der Phil. Wir beschäftigen uns heute noch mal ein bisschen mit Downsampling und zwar genauer mit dem Gido-Saito-Tool von Modadurante. Das hat nämlich ein paar ganz interessante Updates bekommen und die schauen wir uns jetzt mal genauer an und ich zeige euch noch mal, wie ihr euch das richtig einrichtet. Die erste Neuerung haben wir direkt hier, das ist ein Installer bzw. ein Updater. Den könnt ihr hier runterladen. Den genauen Link, den gebe ich euch noch mal in einem Artikel an. Wir laden das jetzt einfach mal runter und führen das direkt mal aus. Jetzt geben wir einen Pfad ein. Ich habe es schon installiert, deswegen mache ich mal eine 2 dran. Jetzt lädt er die aktuellste Version runter. Und das ist ganz wichtig, beziehungsweise auch ganz interessant, weil Durante die Version tatsächlich fast täglich aktualisiert. Jetzt übers Wochenende ist zum Beispiel wieder eine neue rausgekommen. Ist also sehr nett, wenn man immer die aktuellste hat. So. Und im Prinzip sind wir schon fast startbereit. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch in unsere Settings gehen und dann hier wie gewohnt die Auflösung hinzufügen, von der wir downsamplen wollen. Neu ist jetzt, dass man hier mehrere Auflösungen angeben kann, die man dann alle gleichzeitig im Spiel anwählen kann. Neu ist auch, hier unten bei Present Width und Present High braucht man keine Werte mehr eintragen. Wenn da eine 0 steht, dann wird automatisch die native Auflösung verwendet. Ist auch sehr praktisch. Und um den Rest muss man sich schon fast nicht mehr kümmern. Wir können hier noch den Filter auf Bicubic stellen. Das sieht ein bisschen schöner aus. Es gibt jetzt auch einen Landschaftsfilter. Der ist mir allerdings persönlich ein bisschen zu scharf. Gerade bei hohen Downsampling-Auflösungen. Also speichern wir das nochmal und schauen dann hier nochmal kurz in die Whitelist rein. Und wie man hier auch ganz gut sehen kann, da sind mittlerweile eine ganze Menge Spiele drin, die alle schon funktionieren. Wie ihr hier übrigens sehen könnt, ich habe ein neues Testsystem. Da ist jetzt ein 497K drin, übertaktet auf 4,5 GHz. Außerdem 8 GB DDR3 2133 im Dual Rank. Und wir haben jetzt hier eine GeForce GTX 770 eingebaut. Und heute gehen wir mit dem Downsampling mal an. Bisschen einen anderen Weg. Wir machen nämlich heute mal Sanity Downsampling. Das heißt nicht die höchstmöglichen Auflösungen, sondern die, die tatsächlich auch spielbar sind. Und jetzt fangen wir mal an mit Divine Divinity zum Beispiel. Das funktioniert zum Beispiel sehr gut. Okay, hier seht ihr jetzt Divine Divinity und jetzt betreiben wir mal ein bisschen Downsampling. Und wie gesagt, wir machen Sanity Downsampling, also nicht die höchstmöglichen Auflösungen, sondern so, dass man es auch noch spielen kann. Ich habe jetzt mal 2880 mal 1620 gewählt. Damit bekommen wir noch ganz anständige Frameraten. So, wie ihr jetzt ganz gut sehen könnt, hier oben, es wird downgesampled. Man kann ganz gut sehen an diesen Büschen hier, das flimmert lang nicht so stark. Und auch an den Charaktermodellen, an den Texturen, das ist alles deutlich schärfer und wirkt homogener. Das ist ganz nett. So kommt gerade dieser 2D-Charakter von dem Spiel ganz gut rüber, finde ich. That will strike with neither warning nor mercy. So, jetzt kommt auch gleich noch ein kleiner Kampf. Dann zeige ich euch gleich auch nochmal die Effekte. Die werden stellenweise auch höher gerendert in höheren Auflösungen. Dadurch sehen zum Beispiel Verzerrungseffekte und die ganzen Zaubereffekte sehen dadurch deutlich besser aus. So, jetzt hätten wir hier als nächstes Beispiel noch Risen 3. Wir spielen hier ebenfalls in 2880 mal 1620. Was hier ganz nett ist, zum Beispiel wenn man gerade spielt, durch die Gegend läuft und plötzlich eine schöne Szene sieht, die man gerne festhalten würde auf einem Screenshot oder sowas. Dann kann man einfach per Tastendruck zack, das HUD abstellen. Man kann auch ein Post-Processing zuschalten und dann schauen, dass man das richtige Bild hat und einen Screenshot machen. Dann kann man es wieder einschalten und einfach weiterspielen. Das finde ich sehr praktisch. Ich mache gerne Screenshots während dem Spielen. Der eine oder andere vielleicht auch. Durch das Downsampling wirken die natürlich sehr viel schöner als 1080p Screenshots.
Mit dem Post-Processing kann man rumspielen. Da könnte man zum Beispiel einen ganz anderen Look machen, indem man aber nicht vernünftig spielen könnte, sondern den nur für Screenshots verwenden will zum Beispiel. Finde ich sehr cool. Auch ganz cool ist, dass man in einigen Spielen auch leicht verrückte Downsampling-Auflösungen einstellen kann. Zum Beispiel eine 21:9 Auflösung. Das kann ganz cool aussehen. Das hat vor allen Dingen auch noch einen zweiten Vorteil. Man spart eine ganze Menge Performance ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Borderlands in 4K downsamplen würden, unsere GTX 770 würde dann nicht mehr wirklich flüssige Frameraten hinkriegen. Wenn wir aber zum Beispiel in 21:9 Auflösung, das in 4K wäre das 3840x1440 spielen, dann haben wir eine ganze Menge mehr FPS und außerdem kriegt das Spiel so eine Art Cinematic-Look. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Der eine oder andere mag es vielleicht. Man kann außerdem mal ausprobieren, wie das Spiel aussehen würde, wenn man einen 21:9 Monitor hätte. Man kann natürlich auch die Auflösung quasi stauchen, also das Bild im Hochkantformat haben. Also wenn man zum Beispiel die Y-Achse höher einstellt als die X-Achse von der Auflösung. Kann auch ganz witzig sein, vor allen Dingen auch für Screenshots. Kann man mal ausprobieren. Was aber vor allen Dingen nett ist an Gato Sato ist, dass es wirklich dauernd Updates bekommt. Zum Beispiel Spiele wie StarCraft 2 funktionieren jetzt. Außerdem sitzt Durante mittlerweile an der DirectX 11-Version. Er hat schon die ersten Screenshots gepostet davon aus Dragon Age 2. Da sollte also in nächster Zeit was Neues kommen. Wir bleiben gespannt und wir bleiben auch am Ball. Das ist eins unserer Lieblingstools, da werden wir also öfter noch drüber berichten. Das wär's dann von mir. Bye bye.